Mathematik, liebe Schüler. Es geht heute um die Kegelstumpfoberfläche, die wir berechnen wollen. Wir haben ja in den vergangenen Videos etwas zu dem Kegelstumpf schon gesagt. Tafelbild haben wir wieder vorbereitet. Wir benötigen, um die Kegelstumpfoberfläche berechnen zu können, die Deckfläche, die Grundfläche und die Mantelfläche. Deckfläche und Mantelfläche sind ja Kreise. Ja? Dann kann ich mal die Deckfläche angeben, AD mit Pi mal klein r Quadrat. Die Grundfläche gebe ich an mit Pi mal groß r Quadrat. Und die Mantelfläche gebe ich an mit Pi mal m mal r plus groß r. So, dann ergibt sich die Oberfläche aus der Summe dieser dreien, also AO gleich Deckfläche plus Grundfläche plus Mantel. Gehen wir ein Stück weiter. Jetzt setze ich einfach nur die Gleichungen ein. Für die Oberfläche haben wir πr², dann plus πr². Da muss ich das große R nehmen. Dann der Mantel plus Pi mal M mal R plus groß R. Und jetzt habe ich das Pi ausgeklammert. Dann haben wir Pi mal R Quadrat klein plus R Quadrat groß plus M mal R mal Pi. Das wäre schon die Manteloberfläche. Oder wenn ich jetzt wieder für den großen Radius und für den kleinen Radius entsprechende Größeneinsätze wie R1 und R2 und für die Mantellinie M setzen wir S, dann erhalte ich diese Gleichung AO gleich Pi mal R1 zum Quadrat plus Pi mal R2 zum Quadrat plus Pi mal S und dann R plus, also R1 plus R2. Diese Formel hat man meistens in den Lehrbüchern. Auch hier wieder ist es nicht ganz einfach, diese Gleichung nach R1 oder nach R2 aufzulösen, denn das Ganze ist quadratisch. Dann stecken die Werte auch nochmal hier in dem letzten, Summanden. Das heißt, ich muss hier radizieren und verdammt aufpassen. Aber man muss sowas üben, dann ist es nachher nicht mehr so schwer. Ja? Bisher ja.